Damit verlasst ihr auch den schwankenden Steg. Ihr blickt euch noch einmal mit einem sehr unguten Gefühl zu dem Fischer um. Eingesperrt. Die Stadt wird belagert und der Angriff steht kurz bevor. Ihr habt nun weder Freunde im Inneren, noch wissen die Kreuzritter vor den Toren von eurer Mission. Sollte die Stadt jetzt fallen, dann sitzt ihr auf dem Präsentierteller. Bücher vor mordlüsternen und brandschatzenden Männern zu bewahren, scheint wahnsinnig. Das Meer liegt wie tot da. Der Nebel verbirgt die Geheimnisse und schluckt das Licht der Sonne. Das Hafengelände vor euch ist überfüllt vom Geschrei der Händler, Menschen aus aller Herren Länder, die in allen Sprachen nach eurer Gunst buhlen. Inder, Chinesen, Mesopotamier, Akkadier und Griechen. Und damit dürft ihr spielen. Erstmal runter vom Steg und ich würde sagen, erstmal ein bisschen unter die Menschenmenge mischen, falls die zwei Wachen, die uns am Hafen bequatscht haben, vielleicht doch noch auf die Idee kommen, dass wir nicht nur blöd grinsen können, sondern wahrscheinlich mit einem ganz anderen Interesse hier in Konstantinopel angekommen sind. Es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass es hier am Hafen irgendwo ein paar Händlerstände gibt oder so. Vielleicht, dass wir uns da gleich durchfragen, ob irgendwer diesen Christos Balarakis kennt, wäre mein Vorschlag. Also, wir haben ja noch einen Hinweis erhalten, nämlich, dass sich der Buchhändler in der Nähe des, was war das, Millionenbogens befinden solle. Vielleicht ist es dann unauffälliger, das zu suchen, statt jetzt hier sehr auffällig sich als Nichtsortskundigen zu outen. Unauffällig hin oder her, auf alle Fälle kommt ein Mann auf euch zu mit einem dicken Rauschebart, grau ist er schon geworden und an seiner Hand drei, vier, fünf, sechs Kinder, die ebenso Früchte jetzt anbringen. Salam alaikum, Matma Yumkini, an Afalaik, Obst. Er versucht es in anderen Sprachen. Du kannst hören, wie er nach und nach alles durchtauscht. Teilweise ist ein bisschen Griechisch dabei, dann irgendwann kurz auf Latein, bis er dann wieder rüberwechselt auf Französisch. Er weiß wohl nicht genau, was er mit euch anfangen kann, aber er sabbelt euch die ganze Zeit zu. Was waren denn die Fragmente, die als Latein dabei waren? Er möchte euch was anbieten. Obst, Gemüse, ihr könnt gute Sachen. Und dann schon wieder nächste Sprache, sodass ihr ihn entweder nicht versteht oder auch wieder nur fragmentiert versteht. Ich gehe mal nah genug an ihn ran, so dass er die Fäulnis in meinen Klamotten riechen kann. Der riecht wahrscheinlich noch schlimmer als du. Ja, du spürst auch, wie viele kleine Kinderhände an dir herumtasten. Gut, dass du überhaupt nichts dabei hast, außer dem Dolch. Und die Sachen sind weg. Wir haben keine Sachen dabei. Na, jetzt erst recht nicht. Richtig, jetzt erst recht nicht. Viele kleine Kinderhände und die dann enttäuscht auch wieder zurückgehen. Die anderen können es natürlich ebenso bei sich spüren, wie da dann sie gemustert werden, drück ich's mal aus. Ich passe auf meine Sachen auf. Presst ein Hammer fester an dich. Ja, Kinder, die mir zu nahe kommen. Haben wir unsere Münzen eigentlich zurückgelassen oder haben wir die mit? Wir haben eigentlich alles zurückgelassen. Okay. Weil wir gesagt haben, wir können mit den Schwertern oder sonst was nicht wirklich. Ja, genau, Dolche haben wir mitgenommen. Wenn überhaupt, ja. Ja, dann würde ich bestimmt, aber nicht unfreundlich, den Mann und die Kinder zur Seite stoßen und einfach an denen vorbeigehen. Ja, gar kein Problem. Die sind doch schon gewohnt, die hatten ihr Ziel auch erreicht, euch einmal dann betastet und dadurch, dass ihr dann auch nichts bei euch habt, vielleicht noch einen Fisch oder so, den ihr mitgehen lassen habt von dieser Kiste, die ihr da abgestellt habt. Aber ansonsten ist das wohl kein Ziel, was sich jetzt lohnt auszurauben. Ich streiche über das Köpfchen von ein, zwei Kindern und spreche doch einen kleinen Segen und dränge mich dann auch durch in Richtung der Stadt. Ja, du kannst spüren, wie du gemustert wirst. Du sprichst auf? Wahrscheinlich Latein, oder? Ich murmel da etwas Lateinisches vor mir hin, genau. Ja, genau. Der alte Mann kann auf alle Fälle das wohl verstehen. Die Stadtwachen nicht, dafür bist du zu leise, aber ja, sieht ziemlich böse aus. Das kannst du erkennen und er murmelt nur noch sowas wie Allahu Akbar. Dann seid ihr in der Stadt. Ein riesiges Sammelsurium aus Kulturen, Völkern und Sprachen. Ihr könnt euch dann den Weg so ein bisschen ja, fragen. In Richtung Zentrum werdet ihr wohl schon kommen. Ihr könnt erkennen, wie überall an den Straßen teilweise sehr reiche Villen stehen oder aber abgebrannte Bruchbuden direkt nebeneinander. Also hier gibt es quasi alles.
die Straßen hoch in Richtung Zentrum. Ich hatte gesagt, über 7 Hügel verteilt. Immer wieder die Pracht, die ihr dann erkennen könnt, wenn ihr auf einer der hohen Berge steht. Auf der östlichen Seite könnt ihr die Hagia Sophia erkennen und den Bukuleon-Palast. Also sehr beeindruckende Gebäude, die auch als Wahrzeichen dieser Stadt gelten. Auf der westlichen Seite dann eher den Blachernen-Palast und das Kloster der Jungfrau Maria. So sollte es dir zumindest bekannt sein, dem Prior. Ja, ihr wandelt so ein bisschen über die Straßen. Mit euren schlechten Sprachkenntnissen werdet ihr euch dann aber auch hindurchtasten können. Immer wieder sowas wiederholen wie Millionenbogen. Und an der richtigen Stelle werdet ihr dann auch einfach weitergewiesen, denn die einfachen Leute kümmern sich wohl nicht so sehr darum, dass jetzt hier Lateiner gesucht werden. Das wird euch auch klar. Ich kann ja mal gucken mit meinen kleinen Arabischkenntnissen. Na gut, okay, es reicht nicht für ein besseres Gespräch, nicht einmal ansatzweise. Okay, das heißt, den Millionbogen, den identifizieren wir aber dann, ne? Genau, also ihr könnt euch da dann an der Straße entlanghangeln und den Millionbogen werdet ihr finden. Also ein großer Platz, der dann direkt vor der Hagia Sophia liegt mit diesem Bogen und überall alles voll gerammelt mit, also gerammelt voll mit Händlern, die überall stehen mit entweder festen Läden oder aber dann auch sehr lose aufgebaute Stände aus Holz. Ich gehe davon aus, dass der Händler einen eher stationären Laden hatte. Oder dürfte der auch nur einen Marktstand gehabt haben? Da kann ich nichts zu sagen. Wie sieht's denn mit den Schmieden aus? Was machen die denn so? Hauptsächlich Waffen? Die Schmiede werden aktuell sehr viel für das Militär produzieren. Das kannst du erkennen auf den ersten Blick. Hier wirst du dann auch 2-3 Schmiede in so einer kleinen Schmiedegasse finden, die da fröhlich voreinander herumhämmern. Das sind dann diesmal keine Hufeisen, sondern dann wirklich irgendwas fürs Militär, was da gerade gebraucht wird. Irgendwas, was ausgebessert werden muss. Und ja, teilweise brennt dann auch so ein Haus irgendwo noch, was dann gelöscht werden muss. Also die Belagerung schreitet voran. Aber die Bewohner lassen sich meistens hier gar nicht so sehr davon verunsichern, auch wenn mal irgendwo ein Haus brennt. Gibt es keine Informationen, die ich rauskriegen kann, was die Schmiede so gerade treiben? Vielleicht hilft das ja den Belagerern. Ja, also wenn du jetzt auf sie zugehst, könntest du das machen. Ich werde es ja sehen, was die da produzieren, ob die irgendwie was Spezielles machen, außer Krummsäbel. Also aktuell siehst du, wie dann so 2-3 Leute Rüstung ausbessern. Da gibt es wohl dann Pfeilbeschuss in den Rüstungen. Die werden dann ausgehämmert, teilweise noch ein paar Platten von der einen Seite drangelegt und dann dran genietet, wie man da dann eben die Rüstung repariert zu dieser Zeit. Und solche Arbeiten werden das eher sein. Das ist jetzt nichts Kompliziertes, das muss einfach gemacht werden. Da ich nicht wirklich weiß, wem oder was wir jetzt eigentlich suchen, außer vielleicht ein Haus oder ein Marktstand, halte ich mich im Hintergrund und folge den 3 anderen eigentlich. Natürlich fällt mein Blick auch mal ab und zu aufgrund meines Handwerks natürlich zu den Rüstungsschmieden oder zu den Waffenschmieden hin und guck mal, vielleicht liegt irgendwo etwas sowas wie zur Ansicht draußen, falls es zu irgendwelchen Situationen kommt, wo ich weiß, dass ich hinrennen könnte und mir einfach mal eine schnappe. Also das ist jetzt nichts, was sie hier dann offen feil bieten, nach dem Motto, ich habe eine neue Rüstung geschmiedet. Sowas wird das nicht sein. Das ist dann eher, dass dann alte Rüstungsteile von der Stadtwache und dem Militär dann hier angeliefert werden und die werden dann einfach repariert und wieder zurückgegeben. Das ist nichts, was sie jetzt aktuell verkaufen. Das sind Auftragsarbeiten. Die lassen sie dann auch nicht offen rumliegen oder so. Also ich dränge die anderen mal so ein wenig im Sinne von, wir haben hier keine Zeit zu verlieren, um hier irgendwelche ich will jetzt nicht sagen Shopping zu betreiben. Ich musste wissen, was meine Kollegen treiben. Ich will etwas weiterbilden. Das ist keine Bildungsreise hier. Naja, aber sie sind für ihre Handwerkskunst doch schon berühmt hier. Der Angriff auf die Stadt, der kann jederzeit beginnen hier. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich hier wieder rauskommen. Ja, gut, der mögt recht haben. Also da ich davon ausgehe, dass solche Bücher nicht an irgendeinem Marktstand verscherbelt werden, halte ich mal eher Ausschau nach Geschäften, die in regulären Häusern, Wohnungen oder so drin sind. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, Verborgenes erkennen, denn fremde Sprache, ihr fragt nirgendwo nach und dann klären wir das einfach über so einen Wurf, ob euch dann irgendwas auffällt. Haltet bitte mal Ausschau nach irgendwelchen Händlern, die Bücher verkaufen. Vielleicht kann man den Wurf ein bisschen leichter machen, indem wir argumentieren, dass es wahrscheinlich irgendwie ein Schild gibt, so eine Art
also Zunftschild ist jetzt falsch gesagt, aber irgendein Schild halt, das darauf hinweist, dass dieses Geschäft ein Büchergeschäft ist, also irgendwie so ein Buchsymbol an der Tür oder eben über der Tür. Vielleicht kann das den Wurf ein bisschen vereinfachen. Hier gibt's gute alte Folianten mit Cthulhu-Mythos. Genau. Ja, dann fällt es dir auf, die anderen haben wohl mehr ihre Augen auf den Waffen, auf den Rüstungen und nutzen das dann wirklich als Bildungsreise. Der Prior wird immer wieder abgelenkt von dem prächtigen Bau der Hagia Sophia und hier wird dann, ja, so auf der linken Seite kannst du dann erkennen, wie da wohl in so einer Gasse, nicht ganz am Marktplatz, sondern so ein bisschen verwinkelt, ein kleines Schild im Wind hängt und leicht quietscht, sodass es dann da deine Aufmerksamkeit an dich zieht und darauf zu erkennen, nur ein Buch. Genauso wie du es vermutet hast. Ja, dann würde ich meine Gefährten selbstverständlich darauf hinweisen und mich dann mit ihnen zu eben diesen Laden begeben. Ich würde dann anklopfen, keine Antwort abwarten und gleich eintreten. Was du siehst, wenn du vor dem Laden stehst, sehr versteckter Bücherladen, wie gesagt, mit kleiner Auslage, windschiefes Schild und du kannst auch sehen, wie hier wohl schon Moos nach oben wächst, fast so wie feine Tentakel, die dann in diesen Stein greifen. Und wenn du anklopfst, kannst du durch die Fenster erkennen, wie die wohl teilweise geschlossen sind und die Tür dann auch zu ist. Also von innen verschlossen? Ja, genau. Also die Fensterläden stehen leicht offen. Also du kannst da so ein bisschen durchgucken, aber von innen ist auch ein Riegel vorgelegt. Mhm. Und das sieht wohl zu aus. Ja, dann würde ich durch den Fensterspalt hineinlugen und schauen, ob ich da etwas erkennen kann. Verwüstung. Die Regale, die du erkennen kannst, sind umgeworfen. Alles ist ziemlich dunkel und viele Bücher sind aus den Regalen herausgerissen, liegen auf dem Boden, teilweise auch zerfleddert. Da ist alles rabenschwarz drin. Dann würde ich mich an einen vorbeigehenden Passanten wenden und ihn im gebrochenen Arabisch ansprechen. Wisst ihr, wo der Herr ist, der hier gewohnt hat? Wissen, wo gewohnt Herr hier Haus oder so? Kalispera, opos para calo? Das ist Italienisch, oder? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Das ist eine Frau, die du angesprochen hast. Schau dich so ein bisschen an, mustert dich und auch deine Kameraden, die so halb versetzt hinter dir stehen. Kann mir vielleicht mal jemand hier helfen? Latinica, Romaikos. Sag das doch gleich. Wechselt sie dann auf deine Sprache. Oh, ihr versteht mich also. Ja. Nun, ich hätte nur eine kurze Frage an euch, werte Frau. Könntet ihr mir sagen, wo der Mann, der hier wohnt, ein gewisser Christos Balerakis hingekommen ist? Offensichtlich wohnt er nicht mehr hier, so wie der Zustand des Gebäudes es vermuten lässt. Meines Wissens wohnt er noch hier. Also er hat eine Wohnung im oberen Geschoss, aber ist er denn nicht da? Ja, die Tür scheint verschlossen zu sein. Also er ist zumindest nicht umgezogen. Das hätten wir in Erfahrung gebracht. Nun, dann, das reicht schon als Auskunft. Wenn ihr sagt, dass er noch hier wohnt, dann werde ich euch beim Wort nehmen. Vielen Dank. Du kannst hören, wie über dir Türlade ist es nicht, ist es ein Fensterladen ist. Du kannst einen Fensterladen klappern hören und da wird wohl irgendwas aufgemacht. Und dann ein weiterer Frauenkopf, der sich dann dort nach draußen schreckt. Ihr sucht Christos Balerakis? War mir wohl zu laut. Ja, so ist es. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe gehört, also unter uns, ganz unter uns, ihr dürft es nicht weitersagen. Er soll wohl tot sein. Aber psst. Wie kommt ihr auf diese Behauptung? Ich habe ein paar Gespräche, nicht belauscht, sondern das erzählt man sich so in den Straßen. Er soll wohl vor einem Tag, wurde er im Hafen gefunden. Gefunden? Ja, im Hafen. Und er sah gar nicht gut aus. Ich weiß gar nicht, was man mit ihm gemacht hat. Die Menschen haben nur die Stadtwache hat wohl irgendwas davon gesagt, dass ihm die Kehle aufgeschnitten wurde. Und er war ganz dick. Wie eine Wasserleiche, als ob man ihn ins Wasser geworfen hat. Aufgedunsen. Aber psst. Nun, dann sind wir wohl etwas zu spät hier in der Stadt angekommen. Nun, hab Dank für eure wertvolle Information. Wollt ihr auf ein Tee mit hochkommen? Zu gerne. Da sind nämlich noch ein paar Fragen, die nicht beantwortet wurden. Es ist in jedem Fall besser, als hier auf der Straße stehen zu bleiben. Da habt ihr wohl recht.
Ja, es dauert einen Moment und dann könnt ihr erstmal die Fensterläden schließen sich wieder. Nach ungefähr einer Minute steht sie dann unten an der Tür, genau gegenüber von dem Laden von Christos Balarakis und öffnet euch dann. Normalerweise mache ich ja sowas nicht, aber naja, Fremde hier, die sich nach ihm erkundigen, einen Tag nachdem er verschwunden ist, das ist spannend. Erzählt mir doch, was hier, kommt doch rein. Erzählt mir doch, was ihr hier wollt. Ganz offensichtlich ein richtiges Klatschmaul, wie man so sagt. Spricht wohl mit leichtem Akzent, also auch sie wohl Muttersprache Griechisch, das könnt ihr raushören, aber spricht auch ein gutes Latein, so, aber man hört eben raus, dass sie Grieche ist. Also ich wende mich ein bisschen so tuschelnd an Bruder Gregorio. Was sollen wir der Dame denn wirklich erzählen? Ich kann euch hören. Setzt euch doch den Priester, was denn für eine Lüge ausdenken soll? Setzt euch doch erstmal. Sie deutet an den großen Tisch, ist wohl offensichtlich die Küche, in die ihr die gerade reingetreten seid. Und sie setzt dann erstmal einen Tee auf und setzt sich dann mit großen Glubschaugen dazu und betrachtet euch. Hat die Tür natürlich wieder geschlossen, sodass ihr dann alleine seid mit ihr. Redet sie jetzt Latein mit den beiden? Ja, Italienisch. Also Italienisch, okay. Italienisch. Wir hörten, er hat eine besondere Buchsammlung. Ja, richtig. Aber ihr wolltet mir noch erzählen, was ihr hier macht. Nun, wir wollten einige der Bücher erwerben und sprach von sehr exquisiten Objekten in seiner Sammlung. Ja, genau. Deswegen kennt ihn hier auch jeder. Er ist nicht unbedingt beliebt, aber jeder weiß, dass er sehr, etwas verschroben ist. Vielleicht waren das die Bücher. Wer führt denn nun den Laden? Soweit ich das verstanden habe, keiner. Die Stadtwache war zwar einmal kurz da und hat sich das angeguckt, aber die hatten wohl auch gar kein richtiges Interesse daran. Die sind dann gleich wieder verschwunden. Und was wird jetzt aus den Büchern? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er Familie hatte. So gut kannte ich ihn nicht. Er war zwar mein Nachbar, aber sowas weiß ich nicht. Woher habt ihr denn gehört, dass er umgebracht wurde? Wer hat euch das erzählt? Na, umgebracht? Ich sagte, dass die Stadtwachen, also man hört das an dieser einen Ecke und dann wird es einem weitergetragen und ich traue mich da nicht zum Hafen, aber... Wenn jemand mit aufgeschnittener Kehle aufgefunden wird, dann deutet das schon sehr stark auf einen Mord hin, meint ihr nicht? Ja, bestimmt. Nun, wo habt ihr das also aufgeschnappt? Ja, wie gesagt, ein paar Freundinnen, die es mir erzählt haben. So hier und da. Sie gießt euch Tee ein und stellt dann vor euch jeweils so ein kleines Becherchen hin. Nun, ich koste von diesem Tee vorsichtig, der sicherlich noch sehr heiß ist. Das ist äußerst bedauerlich. Das heißt, es wird wohl doch nicht so einfach werden, an die Bücher zu gelangen. Doch sag, gute Frau... Der Tee schmeckt absolut widerlich. Ja. Fischig. Er schmeckt nach Fisch. Riecht man das? Wenn du jetzt siehst, dass der Priester das so ein bisschen über den Tisch auspustet, dann kannst du nochmal dran riechen. Ja, sie hat zwar ein paar Kräuter reingetan, aber das riecht gut nach Fisch, ja. Eine spezielle Mischung. Naja, was wir hier eben so haben. Also ihr wolltet Bücher kaufen. Ihr seid den ganzen Weg wovon gekommen? Woher kommt ihr? Die Stadt ist ja belagert, das habt ihr sicherlich auch schon gehört oder gesehen, vermute ich. Ich guck die anderen nur an und schüttel nur den Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so breitwillig der Frau das alles gerade hinlegen. Ich meine, ihr seid ja bestimmt Italiener, oder? Also so wie ihr sprecht. Wusstet ihr, dass es verboten ist, hier als Lateiner herumzulaufen? Mein Blick wandert mal durch ihr Zimmer. Ist irgendwo eine Stichwaffe zu sehen? so ein Schürhaken, ja. Der neben dem kleinen Ofen liegt. Den ich als Hiebwaffe benutzen könnte. Prinzipiell schon, ja. Natürlich, gute Frau. Und wir sollten auch wirklich tunlichst darauf Acht geben, dass wir nicht irgendwelchen von diesen auswärtigen Italienern in dieser Stadt begegnen. Doch sagt, gute Frau, ist Ihnen ein Mönch namens Andronikos ein Begriff? Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Ist er ein Freund von euch? Wohl wahr, wohl wahr. Ist er der Mörder? Na, das wäre ja noch schlimmer. Nein, ein Mönch, ein christlicher Mönch, der kann ja niemals einen Mord begangen haben. Sehen Sie, so sehe ich das auch. Nun gut, ich denke, wir sollten Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Hab Dank, gute Frau, für die Bewirtung. Aber ihr habt mir doch noch gar nichts erzählt. Nun, wir müssen auf alle Fälle nun weiter. Wir müssen klären, wie wir jetzt an die Bücher gelangen, nach denen... Wir haben wirklich wenig Zeit. Ich denke, es gibt auch nicht mehr viel zu sagen, also... Wir haben euch alles erzählt, was wichtig war. Na, das ist aber enttäuschend. Ich dachte so, vier mutige, große Männer, die hier dann auftauchen und... Oh,
Ich dachte, da wäre eine spannende Geschichte hinter. Nur ein paar Bücher, die gekauft werden. Wir sind nur Händler. Händler? Ach so, Buchhändler. Ja, also wir haben auch keine spannenderen Geschichten als die Leute vor der Tür. Das ist ja schade. Was habt ihr denn erwartet, gute Frau? Seht mich an. Naja, man vermutet ja, dass ja, ich sehe es, ihr seid wirklich heruntergekommen. Habe ich die Möglichkeit, mit verborgen bleiben, mich langsam an den Schürhaken heranzuarbeiten? Gottes Willen. Also wenn die anderen mitspielen und sie ablenken, dann ja. Wenn du jetzt irgendwie aufstehst und dahin gehst, wohl nicht. Ah, würfel einfach mal. Wenn du möchtest, dann ein schwerer Erfolg würde ich dir zugestehen. Okay, gucken wir mal. Nee, nur reguläre leider. Na, wenn du jetzt nur 3 Punkte ausgibst, hast du einen schweren. Das gestehe ich dir trotzdem zu. Also das ist okay, lass ich zu. Die 3 Punkte schenke ich dir. Sie ist wohl gerade ein bisschen vertieft und betrachtet den Priester gerade sehr mit ihren großen Augen fasziniert. Da kannst du so ein bisschen sexuelle Begierde daran lesen. Als Söldner hast du da ja schon Erfahrung und das ist genau der Moment, wo du dann dahin hinschleichen kannst. Moment, wohin? Was wird das jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz... Du wirst es wahrscheinlich selbst nicht mehr richtig mitgekriegt haben. Plötzlich steht er mit dem Schürhaken in der Hand dann hinter ihr. Naja, unsere Sünden werden sie ja vergeben, also sticht sie. Genau. Ja, möchtest du sie schlagen? Na, ich warte jetzt noch mal ab. Also ich bleibe jetzt so hinter ihr. Sie ist ja anscheinend gerade fasziniert mit Grigori und den anderen dreien im Gespräch. Hat wohl nicht gemerkt, dass ich aufgestanden bin. Ich habe den Schürhaken genommen, habe ihn hinterm Rücken und warte jetzt ab, wie die anderen reagieren, weil mir kommt das alles so suspekt. Ich sehe das und kann mich irgendwie gerade nicht beherrschen. Du siehst, wie ich ziemlich große Augen mache und dich anblicke. Schmeckt euch der Tee nicht? Ich hoffe, dass sie, wenn sie... Na, das tue ich nicht. Ich glaube, wenn sie jetzt seine Stimme von hinter sich hört, dann ja? Dreht sie sich halb leicht in deine Richtung und schaut dich an. Ja, klar, ich stehe einfach nur da. Ich habe das Ding hinterm Rücken, also ich habe es nicht ausgehoben oder so. Okay. Sollten wir nicht los? Ja, okay, dann schade, dass ihr keine weiteren Informationen oder sowas habt. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht spannend. Es tut mir leid, gute Frau, dass wir euch da enttäuschen müssen. Aber ich schätze, wir sollten nun wirklich sehr schnell los. Falls ihr einem Mann etwa diese Größe mit vielen Kindern begegnet, passt auf. ja. Meinem Mann? Genau, das ist mein Mann. Er wirkte sehr dubios. Ich werde darauf achten. Ich hoffe, damit haben wir eure Wissensdurst befriedigt. Es ist schon spannend, wenn man den Tag über nichts zu tun hat und sich dann mit fremden Männern unterhält. Aber wenn ihr wieder weiter müsst, dann... Ich will euch ja nicht aufhalten. Dann dränge ich die anderen auch ziemlich deutlich nach draußen. Also, während sie wahrscheinlich aufsteht und sie zur Tür bringt, stelle ich den Schürhaken vorsichtig, weiß ich, an den Stuhl oder lege ihn auf den Tisch und gehe dann auch mit raus. Okay. Dann werdet ihr wieder rausgelassen und sie fragt euch nochmal, ob ihr einen Becher Tee mitnehmen wollt, aber wenn ihr dann höchstwahrscheinlich verneint, weil er wirklich sehr widerlich schmeckt und auch riecht, dann steht ihr wieder auf der kleinen Nebenstraße. Ich sag ihr, dass sie Sodbrennen hat. Nur ganz kurz zu ihrer Gestalt. Hat sie irgendwelche merkwürdigen Züge an sich? Also irgendwie... Tentakel? Ein Fischmenschen-ähnliches Gesicht? Tentakel hat sie nicht, aber dir ist schon, auch als du durch die Straßen gegangen bist, der ein oder andere sah ein bisschen... Ja, wie kann man das definieren? So ein bisschen degeneriert sahen die aus. Teilweise konntest du auch sehen, wie einige nicht mehr richtig gehen konnten. Vielleicht waren die betrunken. Einige konnten auch nur noch hopsen, aber das waren nur ein paar Leute. Also vielleicht einer von 100. Mhm. Und wenn du sie so ein bisschen betrachtest, ja, sie sieht schon gar nicht so gut aus. Sie hat zwar ein paar Glubschaugen, aber ja, alte Frau, da kann das mal passieren. So um die 50 würdest du schätzen. Okay. Vater. Ja? Erinnere ich mich richtig, dass wir die kirchliche Erlaubnis haben, dort einzudringen bei dem Herrn, um diese Bücher zu suchen? Was wir auf jeden Fall tun sollten, werte Brüder, ist darauf zu achten, ob diese Dame nicht in den nächsten Minuten oder gar der nächsten Stunde aufbricht, um das, was sie von uns gehört hat, jemandem mitzuteilen. Denn sie wirkte nicht gerade vertrauenswürdig. Also, der Christos Balarakis wurde uns ja nur als Kontaktmann vor Ort genannt. Die Bücher, die wir besorgen sollten, sind beim Mönch. Richtig. Genau. Von dem wir aber nicht wissen, ob er in der Stadt ist oder außerhalb der Stadt. Naja, aber vielleicht gibt es ja Informationen dort.
Vielleicht hat er ja Buch geführt über seine Kunden. Also ich mach das so. Du kannst schreiben? Ja, das ist selbstverständlich. Ein Versuch wäre es wert. Auf der anderen Seite... Wollt ihr da rein in das Haus? Na, wenn die Kirche es erlaubt. Die Kirche erlaubt uns alles gerade. Nicht wahr, Vater? Nicht alles, mein Sohn. Aber ich denke, dass es schon im Dienste der Sache wäre, dem Mord an diesen Christos Balarakis auf den Grund zu gehen und sein Haus zu durchsuchen, wäre dazu wahrscheinlich eine gute Gelegenheit. Um sich selber verdächtig zu machen. Ja, dann mögt ihr wohl auch ein bisschen recht haben, aber nun, wie sollen wir denn sonst eine Spur aufnehmen? Ich kenne mich etwas mit Schlössern aus, falls das nötig sein muss. Gut, ich verschwinde im Schatten und gehe mal um das Haus herum, während die drei da gerade diskutieren, ob sie da einbrechen wollen oder nicht. Ich würde sowieso nicht einsteigen wollen, selbst obwohl ich dafür bin, sondern ich würde wirklich quasi ein bisschen versteckt auf den Hauseingang von dem Haus von dieser Frau, also den Hauseingang beobachten, weil ich echt die Angst habe, dass die quasi zu den Stadtwachen geht oder so und uns verpfeift. Ja, ist ja direkt gegenüber von der anderen Tür. Mhm. Genau, dort würde ich mich irgendwie vielleicht in eine Quergasse oder so reinstellen, ein bisschen in den Schatten oder irgendwie in eine, keine Ahnung, so, dass man mich nicht sieht, aber so, dass ich den Hauseingang beobachten kann. Was war mit dem Ritter? Der wollte was, der Söldner, was wollte der machen? Ich habe gerade einen Stealth-Wurf hingelegt mit regulär und extrem, also alles geschafft. Ich verschwinde im Schatten, werden die drei noch diskutieren und ich gehe mal um das Haus rum, in das wir eigentlich jetzt gerade rein wollen, ob es da vielleicht noch eine Seitentür gibt oder vielleicht einen Seitenfenster, Seitennische, vielleicht einen Hintereingang, vielleicht ist da ein kleiner Garten oder sowas hinten drin, weiß ich ja nicht. Und ich guck mal, ob man irgendwie vielleicht woanders leichter oder ungesehener reinkommen würde. Gut, dann bist du erstmal verschwunden, genau. Und nicht mehr zu sehen, auch für die anderen nicht. Der Schmied möchte sich jetzt an der Tür zu schaffen machen. Ich habe es angeboten. Ja, aber nicht jetzt hier am helllichten Tage. Dann halt nicht. Ich denke, für sowas kommt man doch sicherlich in den späteren Stunden zurück, oder? Bin mir nicht sicher. Wo ist der Dieb, wenn man ihn mal braucht? Schatten verschwunden. Der kommt dann nach einiger Zeit in einen kleinen Innenhof und hier kannst du dann auch sehen, wie es mehrere Türen gibt. Eine davon ist aufgebrochen. Die Tür hängt nicht in den Angeln, aber du kannst sehen, wie sie leicht angelehnt ist. Wurde wohl mit Gewalt dann aufgebrochen. Ich gehe in die Tür rein, so gut ich kann. Vorsichtig. Ich mache jetzt mal keinen Schleichenwurf, sondern ich zeige einfach mal, ich gehe vorsichtig durch, versuche im Schatten zu bleiben und gehe also dann in den Raum rein. Stehst in einem kleinen Büro. Hier ist ein Schreibtisch aufgebaut, zwei, drei Stühle, die hier sind und ein paar Regale mit Korrespondenz, Pergamenten, Papierrollen. Also Toilettenpapier für mich. Und ich gehe also dann weiter zu der Eingangstür. Ja, weitere kleine Tür aufmachen, ja. Und dann stehst du in einem Laden, der wohl zerstört ist. Das ist dann die andere Seite des Buchladens. Und auf der anderen Seite, dann durch das schummrige Licht von der Außenseite, kannst du dann durch die verbarrikadierten Fenster sehen, wie sich da wohl draußen irgendjemand bewegt. Dann kann ich die Tür vorsichtig öffnen? Also nur so ein Spalt so. Ja, steigst über die Bücher und Regale, kannst du dann drüber steigen. Oder welche Tür meinst du? Die innere oder die äußere? Ja, die Eingangstür, die Haupteingangstür natürlich. Ja, kannst den Riegel dann entfernen, von innen ist das kein Problem. Und dann geht die Tür einen kleinen Spalt auf. Und dann kommt nur so ein Tss. Ihr könntet reinkommen oder ihr geht hinten rum. Dann tun wir das mal. Was? Reinkommen oder hinten rum? Wenn du die Tür da öffnest, dann blicke ich mal kurz da links und rechts und schlupfe dann mit rein. Ja, denke ich auch mit rein. Ich würde, wie gesagt, draußen stehen bleiben und den Eingang des anderen Hauses beobachten. Dann lasse ich die zwei rein und schließe hinter ihnen wieder die Tür. Hat jemand Licht? Alles ein bisschen staubig hier drin, liegt immer noch dick und schwer in der Luft. Es riecht nach alten Büchern, nach Pergamenten, verschiedener Herkunftsländer, richtig viel los und die Regale sind auch schon ein bisschen älter und sind genauso jetzt... Also sie passen genau hier rein, in so einen alten Buchladen, der irgendwo in einer Gasse ist. Maske fertigt. Ist es nicht total dunkel da schon rein? Ja, zum aktuellen Zeitpunkt fällt nur ganz wenig Licht durch die barrikadierten Fenster und die halb geöffnete Tür, die nach hinten ins Büro führt. Hier findet man denn Feuerstein und Zunder an der Kerze oder so? Ja, mach mal einen Glückswurf.
Oh. Mhm. Musst ein bisschen länger suchen, weil das liegt natürlich nicht so offen rum. Feuer, Zunder und so. Aber in einem der Schubladen von dem Schreibtisch kannst du dich dann damit bewaffnen und 1, 2, 3 Kerzen anzünden. Und ja, dann riecht es natürlich auch nach diesem verbrannten Staub, der jetzt in der Luft liegt. Aber du hast damit etwas mehr Licht. Wir. Ihr. Oh, welch Glück. Danke, Poggio.